Hallo, ich habe Post bekommen von der lieben Jenny, von meiner lieben Knuddelzombie. Hui. Und ich hält, ich habe hier die Seiten irgendwie, ich habe es irgendwie geschafft, diese Seiten hier zu zerstören. Das schaffe auch wieder nur ich. Ja, schön, ne? Ja, der Karton ist dann im Eimer. Oh Gott. Ja. Ein paar Dinge weiß ich von. Auf jeden Fall, das kann ich sagen. Ja. Ich bin auch schon total nervös wegen einer bestimmten Sache. Da ist was drin. Ja, natürlich. Da ist was Besonderes drin. Aber ja, werdet ihr später sehen. Ich entferne mal hier. Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Okay, ich sehe da so einen interessanten Stift. Okay. Dann tue ich das mal zur Seite. Wieder total schön eingepackt. Oh, die Folie mal eben auf dem Boden, so. Ja, meine Liebe. Dann backe ich mal aus. Fangen wir mal erstmal hier mit diesen Sachen an. Ich hole die mal hier alle raus. Dadum. Ja, die Gute hatte mir ein bisschen was besorgt, was ich nicht so bekommen habe. Und ja, jetzt habe ich noch mehr Bänder, das ist sehr schön. Die ich jetzt vor kurzem besorgt habe, die schicke ich ja der Elisabeth. Ja, hatte ich mir das eigentlich geholt? Ich weiß es gar nicht. Das sieht aber voll toll aus. Ich weiß gar nicht, ob ich mir das noch geholt hatte vor kurzem. Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, ich glaube, das war mit. Nee, ich glaube, das war mit Weiß. Glaube ich, mit Weiß, ja. Ja, meine Liebe, vielen, vielen lieben Dank dafür. Da freue ich mich. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich nehme einfach mal das hier. Ja. Gott, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich bin immer aufgeregt, wenn ich von ihr Post bekomme. Okay, ich reiß mich zusammen. Ja, machen wir mal so. Ich mag zuerst das hier. Den schönen Tütchen. Tütchen. So. Dieser wird das auch nicht schlecht. Cool. Nee? Was ist das? Das fühlt sich irgendwie eckig an. Lass es mal direkt auf dem Weiß, dann kann man das besser, glaube ich, sehen, wenn ich das auf meine Hand lege. Oi. Oh, du hast mir so ein Teil eingepackt. Die hatte ich schon in deinem Video bewundert. Oh, das ist so schnuckelig. So süß, wie das glitzert. Schaut mal. Oh, es ist doch mit diesem UV-Resin gemacht, ne? So befüllt. Oh, schön, dann mit so kleinen Fisseldingern. Guck mal, eine Mini My Melody. Wie lustig. Oh, schön, danke. Da freue ich mich. Lass das mal da so drauf. Oh, mein Arm meldet sich gerade wieder. Ich bin ein bisschen wegen der Sache etwas angespannt gewesen gerade und ja, dann
Fängt das halt bei mir an, irgendwie weh zu tun. Ich weiß auch nicht. Ist irgendwie komisch alles. Ja, die Tüte ist auch schön. Serviert es auch wieder toll. Wo ist es da drin? Oh süß, hört ihr das? Ein Hund draußen. Der Cinnamon Roll. Ja, den habe ich schon gesehen bei ihr. Das hatte sie ja mir überlassen, ob ich mir das Craft-Update von ihr anschaue oder nicht. Und sie hatte mich vorgewarnt, dass sie da was zeigt, was sie für mich gemacht hat. Ja, ich hatte echt lange überlegt, gucke ich es mir an, gucke ich es mir nicht an. Und ja. Oh, ich war so neugierig. Und auch auf die anderen Sachen, die sie gebastelt hat. Oh, schau doch mal, wie putzig. Ein Cinnamon Roll. Mit so einer Süßigkeitenstange. Oh, wie süß. Mit so einem tollen Stern hier. Die sind voll hübsch. Diese Perlen hier. Oh, danke. Ist nochmal wieder ganz anders, so sich das in echt nochmal im Real Life nochmal anzuschauen. Oh, danke. Ich freue mich. Oh, der wird bei mir aufgehangen. Da, ich liebe ihn. Ich liebe diesen Hund. Oh, danke schön. Mensch, was du mal so ja, auf Sachen kommst. Wahnsinn. Oh Mann. Serviette. Was kommt hier zum Vorschein? Oh Gott, das hatte ich schon wieder vergessen. Pusheen Cat als Hexe. Ist das nicht mal lustig? Süß. Cool. Sieht echt so aus wie Pusheen Cat. Cool. Ach, denk noch so einen Totenkopf. Na, drehst du dich? So. Totenkopf. Eine schöne Perle. Wie niedlich. So klein und so. Oh. Diese kleinen Ärmchen und Füßchen. Wie süß. Wie machst du das nur? Komm, ich würde durchdrehen bei sowas. Dankeschön. Danke, danke, danke. Ich freue mich. Wie süß das ist. Das ist so niedlich. Ja, ja, süß. Schöne Halloween-Tüte. So, dann haben wir jetzt hier noch einen Teil. Oh mein Gott. Hilfe. Wir machen das spannend. Tada! Ui, was ist das denn? Ein kleines Fläschchen. Ach, die Teekannen. Ja, ich erinnere mich. Die Teekannen. Das ist so cool, ne? Dass man da dann einfach da eine Perle reinfriemeln kann. Voll schön. Stern? Was ist denn da drin? Zitrone. Ach, das soll wohl, ne, so ein Zitronensaft sein oder so. Da sind dann die Zitronenscheibchen drin. Wie cool das ist. Lecker. Oh, schön. Danke. Mann, du machst immer so schöne Sachen. Manu, du schön. Ja, heiliger Gral. Ah, danke. Ja, jetzt geht's wieder los, aber so bin ich halt, ne? Ich muss mich 100.000 Mal bedanken. So, jetzt schnappe ich mir mal hier diese höchst interessanten Verpackungen hier. Erinnert mich so ein bisschen an Popcorn. Verpackungen.
Welche nehme ich denn jetzt? Hier mal die. Ist das? Soll ich das so aufmachen, nicht da rauszoomen? Nee, ich muss es rauszoomen. Was ist denn das? Oh, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was fliegt da ab? Das ist kaputt gegangen. Oh nein. Na, kleben kann man das nicht mehr. Oh nein, das tut mir so leid. Oh nein. Fliegen die jetzt da raus? Nee, ne? Nee, das ist nicht groß genug, damit die dann da rausfallen können. Ich kann mir das ja dann so hinstellen. Ne? Ist nicht schlimm. Oh Gott, die flippt jetzt bestimmt aus. Bitte nicht. Alles gut. Krass, ne? Obwohl man das dann noch in, noch hier schön einpackt in Serviette und so. Krass. Oh mein Gott. Oh, das tut mir so leid. Aber guck mal, wie schön das ist. Das hat sie alles selbst gemacht. Oh, das ist so hübsch. Hier mit dem niedlichen. Süß. Hast du das auch selber gemacht? Wahrscheinlich, ne? Die Kugel. Das ist so cool, ja, auch mit dem Rand und Blumen, ein Bonbon. Das finde ich ja so toll, dass sie hier diese Gesichter da drauf gemalt hat. Das ist so cool. Ah, oh, es tut mir jetzt echt leid, dass das kaputt gegangen ist. Oh Mann. Aber es wird trotzdem bei mir hingestellt. Dann schüttel ich die vielleicht so ein bisschen, dann stelle ich mir das so hin. Genau. Vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich, dass ich so einen Kaugummiautomaten haben kann. Es ist so süß. So schnuffig. Ja, Post ist immer, ne? Ist immer so ein bisschen schwierig. Weiß, ob die das Paket vielleicht mal am Fallen gelassen oder so, ne? Servierte. Was ist jetzt hier noch drin? Diese tollen, wie schimpft sich das? Miniaturen, genau, die sie macht. Ist auch richtig cool. So süß. Ist nochmal was ganz anderes, wenn man das so in echt nochmal sieht. Oh, wie cool. Die mit so kleinen Heftchen. Das ist so eine süße Idee. Guck mal, sieht aus wie ein. Jetzt wäre da wirklich so ein Getränk drin. Hat sie da was reingefüllt? Cool. Hi. So süß, und der Löffel. Richtig süß. So ein Cabochon oder Flatback. Oh, schön. Oh, danke. Das wird dann auch. Oh, guck mal, wie süß das ist. Das ist so niedlich. Ja, ich höre auf. Ja, ist cool. Nee, es ist echt toll. Also. Oh, so viel Arbeit steckt da drin. Mann, diese blöde Post, ey. Mano. Dummdösels. Dummdösels. Ach ja. Ach, hier sind noch ein paar Sachen.
Action. Einmal diesen Stempel hier, den ich nicht bekommen habe bei mir. Jetzt gibt es sie mittlerweile, aber da hatte sie mir das schon besorgt. Ich finde das nämlich echt schön hier mit diesem und dem. Sieht echt schön aus. Und das ist auch cool. Oh ja. Und dieser Block hier, den hat sie zweimal mitgenommen. Ja, meine Mutter steht so auf Nordsee und so und ja. Schade, es hat man nicht so was da zu haben, ne? Also der war bei uns irgendwie immer ausverkauft. Cool. Oi, schön. Sehr, sehr schön. Vielen Dank. Danke, danke. Ich freue mich. So, dann hole ich mir mal hier diesen coolen Stift. Hat sie mit, wie heißt hier, ne? Dekoband umwickelt. Das ist voll cool. Ist auch eine coole Idee. Ja, manche kenne ich sogar. Das kenne ich hier, das Tape. Das kenne ich, das kenne ich. Ja. Voll hübsch. Noch Gebamsel hast du dran gemacht. Ach, wie süß. Guck mal, es klingelt. Ja. Der süße Kürbis. Oh, süß. Damit werde ich dann immer meine Markierungen machen, wenn ich was abmesse oder so. Will ich den dann dafür benutzen. Coole Idee. Ich weiß auch nicht, ich kann mir nicht helfen. Ich mag so ein Gebamsel. Gebamsel. Okay. Dankeschön. Oh, schön. Schön, schön. Ah, da hat sie mir noch so Pailletten eingepackt. Da hatten wir ja mal drüber gesprochen. Ich mag die eigentlich ganz gerne. Vor allem hier diese runden. Das kann man ja dann, ne, für Weihnachten halt benutzen. Die sind so... so hellblau. Und hier diese Pailletten. Ich mag die eigentlich gerne. Kann auch dann schön so miteinander kombinieren und dann so Schüttelkarten machen und so. Ja. Vielen Dank. Freue ich mich. Ach Gott, was ist das denn jetzt noch alles hier? Okay, das muss ich jetzt zuerst rausholen. Ihr seht es schon? Könnt ihr es sehen? Ja. Oh, ich freue mich so. Oh, da schlägt mein Herz gerade wieder. Das weiß ich nicht wohin. Oh, oh Gott. Ganz ruhig, ganz ruhig. Oh, ich liebe Clowns. Also Horrorclowns. Oh. Wahnsinn. 2, 5. Erste Auflage. Clown Serie 1. Das ist also Nummer 1 und... Clown-Serie 3, 4 von 5 oder so, ich weiß. Ich kenne mich nicht so gut aus mit so Kakaokarten, wie siehst du der denn? Clown-Serie 2 von 5? Voll cool. Na, ich muss das wieder sagen, sie zeichnet das komplett selbst so aus dem Kopf, ne? Oh, Clowns. So, ich liebe diese... Ach Gott. Ich liebe Horror-Clowns. Aber eher so... Ja, mehr so ausgedachte, ne? Wenn jemand... Ne, wie sie jetzt sowas aus dem Kopf zeichnet, jetzt solche wie der von S oder so, das ist jetzt irgendwie nicht so
mein Ding. Ich mag sowas hier so als Motiv einfach so, so Clowns. Oh. Oh, die sind so cool. Ja, es können jetzt viele nicht nachvollziehen, aber na, jeder hat halt so seins, ne? Oh, es ist so toll. Ich wünschte, es gäbe mal so, so Horror-Clown-Figürchen, aber habe ich irgendwie noch nie gesehen. Oh, ist das cool. Vielen, vielen lieben Dank. Freue ich mich so sehr drüber. Ich krieg was mit Clowns. Mit Horror-Clowns. Wie cool. Na, ich will das hier so. So. Oh. Auch Heiliger Gral, Heiliger Gral. Oh mein Gott. Was haben wir denn hier? Oh, diese schöne Tüte. Die kenne ich doch irgendwo her. Habe ich mal so eine von Swantje bekommen oder von Elisabeth? Ich weiß es gar nicht mehr. Sind die schön. Schön. Ah, ich glaube, ich weiß, was das ist. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Oh ja, das sind die neuen Postkarten. Oha. Will ich alles essen? Will ich alles essen? Her damit. Oh. Yummy, yummy. Krass, waren denn diese ganzen kleinen Fizzle-Dinger hier noch? Das alles so dann zu zeichnen und ausmalen. Oh, so hübsch. Hintergrund ist auch cool. Das ist alles cool. Oh, was ist das? Was ist das? Ein Gefäß? Hier so Kürbisse. Das ist auch cool mit diesen ganzen Punkten. Noch da drin. Auch noch mal zigtausend Punkte. Krass. Wow. Ai, der Panda. Oh, das habe ich auf Instagram gesehen bei ihr. Das ist einfach der Wahnsinn. Wie machst du das nur? Es ist. Oh, ein Träumchen. Einfach ein Träumchen. Die ganzen Süßigkeiten so aufeinander. Der Panda ist schon ganz gaga geworden von den ganzen Süßigkeiten. Der ist fertig. Der ist fertig mit der Welt. Mit der Zunge so. Süß. So schnuffig. Ah, oh, dieses ganze Geschnörkel da und die Streifen, meine Güte. Und die Katz. So schön aus. Den Hintergrund, es passt alles so schön. Ja, die hat es sich bequem gemacht hier, ne? Schön gepolstert hier alles. Oh ja, und wieder die ganzen Süßigkeiten. Schlaraffenland. Oh, schön. Und Hasi. Pandi, Hasi, Katzi. Oh. Das bin ich. Ja, obwohl, eigentlich esse ich nicht so gern Lollis. Ich bin ja eher so der Chips-Typ und Schoki. Obwohl, ich mag eigentlich Cola-Lutscher ganz gerne. Oh. Das sieht alles so toll aus. Boah, dieses knallige Rot. Es ist doch rot, oder? Ich habe manchmal ein bisschen Probleme mit Rot und Pink irgendwie. Ich weiß auch nicht.
Es ist jetzt rot, oder? Oh, schön. Total schön. Wie machst du das nur? Unfassbar. Unfassbar. Oh. Ich glaube, ich muss mal, ne, wenn ich später mit meinem Scrapbook anfange, muss ich dann hier Knuddelzombie-Seiten machen. Oder ich hänge mir hier mal was von auf. Mal gucken. Oh, schön. Oh, das behalte ich alles in Ehren. Vielen, vielen Dank. Wahnsinn. Oh. Oh Mann. Oh, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Verdammter Mist. Aber ich wollte das jetzt unbedingt noch auspacken, bevor mein Besuch kommt hier. Ich kann nicht bis morgen warten oder so. Das kann ich nicht. Sunshine Rainbow. Die Tüte ist süß. Ach, der Hase, da hast du mir von erzählt, dass du da so einen süßen, so einen Zombie-Hase gefunden hast. Oh, jetzt bin ich aber mal gespannt. Oh. Oh, ist der süß. Ich will ihn knuddeln. Ob das ein Zombiehase ist? Hm. Ja, ich doch Abstand halten. Ach Gott. Oh Gott, ich liebe diese Teile immer von dir, wenn du diese Dinger immer da ausdruckst. Oh. Ja, das ist ja auch. Oh, Entschuldigung. Ja, ein Skelett-Unicorn. Auch nicht schlecht. Alice Doll steht da. Das ist ja mal krass. Oh, jetzt werden die ganzen Einhorn-Fans ganz erbost sein, wahrscheinlich. Boah, das sieht aber echt krass aus. Oh. Wahnsinn. Oh, ui. Was macht denn der Hase bei dem Sensenmann? Was ist denn da los? Warum? Es ist schön, es ist sehr hübsch. Ui. Oh, es ist süß. Wo findest du die Sachen immer nur? Oh. Ich liebe diese Teile immer von dir, die du mir da alle geschickt hast. Hasi. Ich glaube nicht, dass das schmeckt. Oh, voll niedlich. Oh, der Hasi als Sensenmann. Ist das immer der gleiche Hase hier? Der da vielleicht auch? Oh, da hat er einen Knochen. Ja, da haben wir ein Zombie-Häschen. Mein Knochen. Das werde ich alles später in meine Scrapbooks verbasteln. Das kann ich nicht hergeben. Den hattest du mir gezeigt, genau. Krass. Irgendwie ist der trotzdem süß. Und ui. Da, die Ohren kommen da raus. Voll süß. Ui, danke schön. Ich mag diese Teile. Finde ich echt eine tolle Idee, sich das so auszudrucken auf so Fotopapier. Ich glaube nur, mein Drucker ist nicht so gut. Ich weiß es nicht. Dankeschön. Ich freue mich. Ich freue mich. Ach ja. Die Sticker. Stimmt, da hat sie doch jetzt vor kurzem ein Haul gedreht, wo sie die gezeigt hat. Irgendwie, weiß ich nicht, was war das? Irgendwie 40 Bögen oder so für 3 Euro nur. Ja, es ist echt der Wahnsinn. Create and Craft. Kenne ich gar nicht, die Firma.
sind so gelartig. Cool. Das sind wahrscheinlich wieder so Sticker, die sich wieder wölben, ne? Das kann ich aber besonders gut haben. Aber man will das ja dann nicht, ja, nicht sofort dann verbasteln, ne? Man hat das ja erstmal dann so bei sich. Ne? Dankeschön. Also da hast du wirklich ein ganz, ganz krasses Schnäppchen gemacht. Ich glaube, besser geht's nicht mehr. Hier ist eine Post und die ist irgendwie ganz unten gelandet. Auf mysteriöse Art und Weise. Ich lese mal kurz. Boah. Ja, schon wieder ein Paket. Sorry. Nicht. Ach, ja, okay. Ja, mir gefällt alles. Natürlich. Ja, und endlich habe ich die Placke. Ja. Dankeschön. Yay. Ja, klar freue ich mich über die Sachen. Auf jeden Fall. Oh. So, dann haben wir hier noch diesen Block. Den suche ich auch schon die ganze Zeit bei uns und es gibt ihn einfach nicht. Also die Blöcke sind bei uns irgendwie noch gar nicht da. Und ich habe halt so ein bisschen Angst, weil ich möchte das mit dem Nordsee-Thema, ich möchte das halt gerne mal für meine Mutter verwenden. Wie gesagt, sie mag halt gerne so Nordsee-Gedöns und so. Deswegen wollte ich diesen Block unbedingt haben. Ja, ich blätter nur mal kurz schnell durch. Ich selber habe den jetzt noch nicht so richtig gesehen. Oh, cool. Oh ja, das ist ein schöner Block. Ui, schön. Ja, da muss ich mal wieder was Schönes einfallen lassen. Cool. Mal einmal foliert und dann wieder normal. Schön. Wow. Boah, cool. Oh, ist auch cool. Das sind echt schöne Motive, muss ich sagen. Ja. Ach, wie cool. Sehr, sehr schön. Ich habe keinen Platz. Kann ich den hier auf diese Vierten legen? Ja. Ja, richtig cool. Ich danke dir, meine Liebe. So, ich versuche mich jetzt zusammenzureißen, aber wahrscheinlich wird es nicht gehen. Ja, eine Herzensangelegenheit. Wer mich kennt, wer mich schon lange verfolgt, der wird sich jetzt wahrscheinlich denken, um was es geht. Oder kann sich es jetzt wahrscheinlich denken. Und sie hat da schon draufgeschrieben, der Heilige Gral. Cool. Der Heilige Gral, ja, das kannst du wohl laut sagen. Oh mein Gott, der Moment ist gekommen. Ja, ich zeig's euch. Erstmal muss ich gucken. Ich kann schon mal so viel verraten. Sie hat etwas für mich gezeichnet. Versuche das jetzt so zu öffnen, weil ich will nicht mit der Schere dran gehen. Das ist mir jetzt zu riskant. Zum Glück sitze ich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Heilige Gral. Oh.
Stört doch jetzt nicht mein emotionalen Moment hier. Da ging's aus. Wie lustig. Oh mein Gott. Ich muss mir das einrahmen. Ich muss mir das einrahmen. Ich muss mir das einrahmen. Ja. Ich muss mir das einrahmen. Dankeschön. Ich freue mich. Ich könnte dich gerade umknuddeln. Ja, wir hatten so das Thema, ich weiß gar nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind. Wir reden über so viele Sachen. Und ja, da hatte sie mir erzählt, dass sie mal für jemanden ein Alucard gemalt hätte. Und dachte ich so, oh mein Gott, ne? Und dann meinte sie, dass sie mir einen malen könnte. Und dann habe ich sie natürlich gefragt, ob sie was dafür haben möchte, ne? Weil das ist ja halt auch viel Arbeit, ne? Aber ja, sie möchte nichts haben, aber das zählt nicht. Das zählt nicht. Ne, Rache ist Blutwurst. Oh. Ja, und dann durfte ich mir was raussuchen aus dem Internet. Da konnte ich mich zwischen zwei Bildern nicht so wirklich entscheiden und ich habe sie dann entscheiden lassen, was ihr da leichter fällt, und hat sie sich halt für dieses Bild entschieden. Alucard! Alucard! Oh Mann! Ich krieg schon wieder fast Pipi in den Augen. Oh, ich freue mich. Da unten Knuddelzombie 2018. Oh mein Gott! Ich sterbe gleich. Boah, krass. So, du hast das mit diesen. Nein, wie hießen die Stifte? Copic Marker? Hießen die so, ja, ne? Copic Marker oder so. Oh Gott, das ist so. Das ist so. Ja, es ist ein Traum. Ich träume das gerade, oder? Die haben diese Fledermaus. Cool, dass du die auch noch dazu gemalt hast. Voll schön. Wie halt diese ganzen Punkte überall. Wie hast du die gemacht? Mit so einem Pinsel? So irgendwie? Nee, oder? Nee. Krass. Wie das hier so. So. Ja, meine Liebe, das ist der Wahnsinn. Wunder, wunderschön. Sein Auge leuchtet. Ja, falls ihr euch fragt, warum das so ein bisschen anders aussieht, das Auge, es leuchtet einfach. Ja. Ja, macht er eine seiner Kampfposen da. Ja, aber sein Gegner, der macht immer mit seinen Schwertern ein normales Kreuz. Mit seinen Schwertern so. Und er macht halt immer mit seinen Pistolen dann dieses umgedrehte Kreuz. Ich finde das irgendwie voll cool. Oh, schön. Meine Liebe, ich halte das hier stundenlang ins Bild, in die Kamera. Oh, es tut mir leid. Ich bin so aufgeregt. Ja, meine Liebe, ich bedanke mich für alles. Wunder, wunderschöne Sachen wieder. Also, oh, ein Träumchen. Kawaii, Alucard, Clowns. Genau mein Ding. Jetzt fehlen nur noch Gruselpüppchen, dann ist alles beisammen. Wahnsinn. Ach, und Visual K natürlich habe ich vergessen. Das sind so diese Sachen, die mir so am meisten bedeuten. Ach ja, und Cinema Roll. Oh mein Gott. Obwohl, es ist ja Kawaii, ne? Oh mein Gott, du bist so lieb, ey. Dass du dich da hinsetzt und dann solche Sachen extra fertig machst. Jetzt bleibt der nicht. Ja, dann bleib halt liegen. So. Oh, die Clowns. Ja, es ist alles wunderschön. Genau nach meinem Geschmack.
Oh ja, die Postkarten sind auch ein Traum. Und hier diese tollen ausgedruckten Bilderchen. Ich mag das voll. Das ist voll toll. Und vielen Dank, dass du mir die ganzen Sachen besorgt hast vom Action, die ich nicht bekommen hatte. Vielen, vielen Dank dafür. Und ja, da schreiben wir aber oder sprechen da aber nochmal drüber, ne? Ich muss mir dafür einen Rahmen kaufen. Das muss ein ganz besonderer Rahmen sein. Am besten ein schwarzer mit so, weiß ich nicht, mit so Schnörkeldingern dran oder irgendwas. Keine Ahnung. Ich werde mir da mal was suchen. Vielleicht im Action oder so. In der Größe. Ich würde mir das echt gerne einrahmen. Ja, da werde ich mal nach dem perfekten Rahmen für suchen. Weil das muss richtig gewürdigt werden. Hallo? Ich mache mir dann ein Altar davon und dann jedes Mal, wenn ich dann schlafen gehe, dann hocke ich mich dann um und ich wollte gerade sagen, spreche mein Gebet. Nein. Ich spinne schon wieder rum, es tut mir leid. Heiliger Gral. Ja, meine Liebe, vielen, 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 vielen Dank. Fühl dich mal ganz lieb gedrückt von mir. Nö, das muss sein. Ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Das war nicht zu nervig, immer mit meinem Oh, danke, danke, oh, süß, süß, süß und so weiter. Ich hoffe, es war nicht zu nervig, aber ich kann mich dann da so schlecht zurückhalten. Ich muss meine Freude so zeigen. Ja. Miep, miep. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch auch gefallen. Und oh, ich kann wieder nicht zum Ende kommen, ich will nicht. Nee. Es ist so schön. Ja. Die Clowns, oh Gott. Es ist so schön. Kann jemand von euch aus Fimo Horror-Clowns machen? Das würde mich mal interessieren. Das würde mich echt mal interessieren, weil ich hätte so gerne mal so, ja, irgendwie so ein Figürchen oder so, irgendwie von so einem Horrorclown. Ich habe ja zwei, nee, drei Living Dead Dolls, drei Clowns, aber die sind halt so, ne, die sind halt so groß. Ich hätte gerne mal so Figürchen irgendwie. Ich würde das auch sogar abkaufen, je nachdem, wenn sowas jemand kann oder so. Würde mich echt mal interessieren. Ja, so jetzt genug gequatscht. Meine Güte, ey. Ist ja furchtbar. Ja, und wie gesagt, es tut mir echt leid hier, ne? Weil das hat man ja leider nicht in der Hand, ne? Aber das wird trotzdem bei mir hingestellt, das ist ja ganz klar, ne? Ich meine, die Kugeln, die fallen da ja nicht raus. Ne? Alles gut. Steht auch gut. Okay, ihr Lieben, das war's jetzt. Ich verlinke euch ihren Kanal in der Beschreibung. Schaut mal vorbei, wer da noch nicht geguckt hat. Die macht echt, ne, wie ihr sehen könnt. Sie macht einfach ganz, ganz wunder, wunder tolle Sachen. Ganz, ganz schön. Joa, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Bye, bye.